Es ist besser, wenn der Künstler einfach wuchtiger formulieren, so wie Robert Schumann getan hat. Robert Schumann hat gesagt, die Aufgabe jedes Künstlers, jeder Künstlerin sei, Licht zu senden in die Tiefe des menschlichen Herzens. Das ist doch mal eine wunderbar kraftvolle Formulierung. Am Ende seines Lebens, mit 43 Jahren, war er verzweifelt und verzweifelter. Heute vermutet man, dass er manisch-depressiv war. Und er versuchte aber trotzdem, selbst Licht in die Tiefe seines Herzens zu schicken, schrieb seine Variation über ein Thema in Es-Dur. Sie gehören zu den weniger bekannten Stücken von Robert Schumann. Was daran liegen kann, dass er sie schrieb, kurz bevor er in die Klinik nach Bonn-Endenich eingewiesen wurde und sein Kollege und Freund Johannes Brahms diese Variation in der Schublade verschwinden ließ. Warum sie heute vor allem unter dem Titel Geistervariationen bekannt sind, davon erzählt Caroline Pierich in ihren heutigen Klassik-Splits. Radio 3 Klassik-Splits. Ein Stück, eine Geschichte. Robert Schumann fühlt sich schlecht. Auch an diesem Abend im Februar 1854. Er geht wieder früh zu Bett. Später kommt seine Frau Clara nach. Sie hat kaum geschlafen in diesen Tagen, seinetwegen. Er murmelt, wälzt sich. Seit mehreren Wochen leidet Robert Schumann unter Schlafstörungen und etwas, was er in seinem Tagebuch als sehr starke und peinliche Gehöraffektion bezeichnet. Halluzinationen, das würden Ärzte heute sagen. Diese Halluzinationen müssen so stark sein, dass Robert Schumann seiner Frau sogar schon gesagt hat, dringend, er wolle in eine Nervenheilanstalt gehen. Da würde er sich auskurieren. Nacht im Februar hat er die Vorstellung, Komponisten aus dem Jenseits diktierten ihm die Musik. Er wacht auf. Mendelssohn, sagt er seiner Frau. Felix Mendelssohn singt mir vor. Felix Mendelssohn Bartholdy, der Komponist, Pianist, Dirigent, Wiederentdecker von Johann Sebastian Bach, Freund des Schumanns, ist seit 7 Jahren tot. Auch der Geist von Franz Schubert habe ihm vorgesungen. Das notiert Clara Schumann in ihrem Tagebuch. Schubert, auch er mit gerade mal 30, vor vielen Jahren schon gestorben. Robert Schumann richtet sich auf im Bett. Bring mir mein Notenpapier, sagt er zu seiner Frau. Ich muss aufschreiben, was Schubert und Mendelssohn mir vorsingen. Das Thema, das ihm Schubert und Mendelssohn im Traum vorsangen, klingt allerdings, wie der Komponist Aribert Reimann mal feststellte, wie ein musikalisches Thema, das Schumann selbst schon für sein Violinkonzert hatte. Am Anfang noch hat es gedämpft geklungen, wie zurückgezogen, wie ein Blick durch den Schleier auf die Welt. Dann webt Schumann immer mehr Stimmen in diesen Schleier und kreist immer dichter um das Thema. Der 27. Februar 1854 ist der Rosenmontag, ein hoher Feiertag in Düsseldorf. Karneval, die Narren sind auf der Straße. Robert Schumann schlüpft in Filzpantoffeln und Schlafrock aus dem Haus. In der Nähe führt eine Brücke über den Rhein. Er klettert auf die Brücke und springt ins eiskalte Wasser. Fischer beobachten ihn und ziehen ihn aus dem Wasser. Sie bringen Robert Schumann völlig durchnässt nach Hause. Dort bittet er nochmal darum, man möge ihn in die Nervenheilanstalt nach Bonn-Endenich bringen. So kommt es dann. Die Geschichte der Geistervariation von Robert Schumann, die sich übrigens wiederfinden in diesem Song hier von Tori Amos, Your Ghost. Und das war Caroline Pierich.